Willkommen, meine Sturmtruppler, bei SWTOR. Mit Beton. Hi. Fauxi. Hallöchen. Und Fischchen. Hi. So, Fischchen, du hast noch Sache für uns? Ja, ich habe mit der Biochemie ein paar Sachen hergestellt. Ich hoffe einfach, sie sind besser als das, was ihr bereits habt. Mag vielleicht schlechter sein. Also bei mir war es besser, obwohl es für Level 10 ist. Ich muss Abonnente Dankeschön sagen. Oder halt reiner SWTOR-Spieler. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch nur der Anzeigename vom The Rainbow Yoshi an dich ein herzliches Dankeschön für dieses Fahrzeug. Das habe ich nur durch dich. Möchtest du es nicht? Doch. Und die anderen freuen sich bestimmt auch noch, wenn irgendeiner von euch mit SWTOR neu anfangen will. Wir haben ja immer alle Links unter den Videos. Also die würden sich auch freuen, wenn jeder das Mount dann hätte. Ja. Dankeschön, Rainbow Yoshi. Wenn du willst, kannst du natürlich auch in unser Gilde kommen. Oder jeder von euch kann in unser Gilde kommen. The power of the dark side. Kein Problem. So, Navigatorin, wo müssen wir dann hin? Was haben wir dann vor? Ja, wir waren beim letzten Mal in der Entermanta-Mannschaft und müssen jetzt in den Flashpoint, die Fabrik. Ich warte aber noch, dass Fauxi den Handel annimmt. Ich wollte gerade fragen. Also das zweimal biochemisches Ultra-Paket. Ich habe nur beim Schnelligkeitswert ein Plus, aber Beherrschung, Ausdauer, Präzisionswerk, alles zweistelliges Minus. Okay. Was ist das? Da wird mir gar nichts angezeigt. Das ist besser. Nur ein Buff. Also das kann ich annehmen. Ja, das kannst du benutzen und dann kriegst du einfach die Werte verbessert. Was ist denn dann noch für Scheiß im Inventar? Okay. Ich habe auch noch eine Menge Krempel dabei. Ja, ich hab diese komische Poster noch. Ah, die Poster muss schon alle mal lernen. Feechen, ich konnte nur Ends nehmen, das andere war schlechter. Jo, macht nichts. Wenn ihr mir es zurückgebt, dann kann ich es klein machen, also rekonstruieren und dann vielleicht einen Bauplan für die Version in Lila erlernen. Ja, gut, dann ja, machen wir so. Die eine Stufe höher kann ich nicht herstellen, dafür fehlen mir noch die Materialien. Aber da bei mir halt beide besser waren, dachte ich, vielleicht sind sie für euch auch besser oder ihr könnt es brauchen. Ja, also Ends konnte ich austauschen. Ja, ich auch. Gut. Okay, wollen wir dann starten? Ja, oder? Sind wir soweit? Ja. Ja. Okay, wir machen das auf jeden Fall. Wir sind wieder im Story-Modus drin. Wollen wir dann wieder die Roboter wegschicken, damit zumindest so ein bisschen anspruchsvoll ist? Ja, schon. Guten Name, Adam. Kann man ja wiederholen, wenn es zu schwierig wird. Wie schicke ich ihn weg? Wieder in deiner Buff-Leiste auf irgendwas klicken, wo der Roboter draufsteht. Gefechtsunterstützungsdruide. Rechts oben ist ja dieses Symbol Gefechtsunterstützungsdruide aktivieren. Das heißt, kann man ja jederzeit wiederholen. Also, Stufensperre. Wie werde ich den los? Ich finde es nicht. Über deinem Name ohne am Rand. Bei Gesicht, Level, Name, Ohr drüber. Es ist ein gelbes Symbol mit einem Blaster. Sieht aus wie. Ja, genau. Perfekt. Und weil ich es gerade sehe,
XP-Buff aktivieren, wer es noch nicht hat. Ich habe einer an. Ja. 24 Minuten geht er bei mir noch. Ich habe jetzt angemacht, weil er nie war. Oh. Von einem Schiff ins nächste, müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Und wenn es losgeht hier. Bin ich zu schnell? No. Steuermann, Kurs auf die Fabrik. Ja, mein Lord. Kurs wird gesetzt. Wollt ihr der Crew vor dem Angriff noch etwas sagen? Sie kennen ihre Pflicht und ich bin nicht hier, um ihnen gut zuzureden. Bringt uns auf die Geschwindigkeit. Ei, ei, Hyperantrieb wird aktiviert. Du willst, dass die... dich sicher an dein Ziel bringen. Da kann man auch mal nett sein. Die republikanische Flotte. Wir dürfen die Blockade passieren. Nähern uns der Fabrik. Empfange Übertragung. Landekontrolle an den republikanischen Kreuzer Dorrance Sky. Ihr seid 6 Stunden zu spät. Gab es ein Problem? Ich lasse mich nicht von einem Laufburschen verhören. Lasst mich in Ruhe, damit ich das Schiff landen und eine Beschwerde an eure Vorgesetzten schreiben kann. Tut mir leid, ich... Also gut, ihr dürft andocken, aber ihr müsst an Bord des Schiffs bleiben. Ich kann euch noch keine Freigabe erteilen. Das werden wir ja sehen. Hat er das Malergerüst gesehen, wo wir jetzt drauf hängen? Wir haben angedockt. Noch fast 2 Minuten bis zum Eintreffen unserer Flotte und dem Beginn der Schlacht. Wenn ich so frei sein darf, würde ich vorschlagen, dass ihr in die Offensive geht. Ja, haben wir unseren Navigator. Hinten sagt was anderes bestimmt. Ja. Warum? Er will uns gerade in den Krieg schicken und du? Was willst du? Tötet sie alle. Durchbuff. Geht gar nicht. Hey, wieso darfst du buffen und ich nicht? Ihr habt noch Weil du gelaufen bist. Nee, ihr habt noch den Typen anvisiert gehabt. Außer Reichweite, alles klar. Oh, die Handschwerter, ich mag nicht. Ich werde jetzt gerade einfach weitergerannt. Wir schreien, wenn wir Akku haben. Levelaufstieg, wuhuhu. Wir haben trotzdem irgend so ein Heileffekt auf uns gehabt gerade. Oh ja, das war von mir. Ach so. Der Schwertkämpfer in der Mitte kommt mit. Ja, macht ihr zuerst die Droiden und... Jo, alles klar. Ich bin erledigt. Dann gleich da hinten den Sicherheitsdruiden. Ich würde sagen, wir töten alles. Wir haben eine Bonusmission. Wir haben XP-Buff drin, natürlich. Ja. Immer her.
Hier links die auch? Ja, Moment. Ich hab kurz nur die Musik bei mir ausgemacht. Okay, weiter. Ich hab hier nur die Fabrikdaten gesammelt. Das ist eine Bonusmission auch. Tja, wie gewohnt schmeißen wir da oben das Schwert da oben. Oh, Schwertwerfer, wo hab ich denn das? Oh, ein ganz großer. Guck mal da. Tschüss. Ist das Boss? Nö. Nee. Kommt er so weit vorgelaufen, dass man keine Aggro von der anderen? Oder haben wir auf jeden Fall Aggro von der anderen? Ich kann versuchen, den auf mich zu ziehen. Ja, jetzt. Ah, komm mit. Oh ne, ich will nicht. Doch, komm. Auf, auf sie laut. Uiuiui. Okay. Sehr gut. Und rein. So viel zum Thema groß. Hat jeder gelootet? Ich kann den bestimmt abbauen. Sollte eigentlich möglich sein. Ja. Ja. Irgendwie war der jetzt ein bisschen zu schnell down. Ist wie die kleinen Hunde, hat große Klappe, aber nichts dahinter. Ja. Denken dran, wir sind sehr hoch. Was haben wir für Level 100 Stufen? Wir sind auf 39. 39, ja. Die Sache ist eher, dass wir uns nicht in unserem Questbereich befinden. Weil zum Questen sind wir ja eigentlich erst auf Nasha da und Nasha ist irgendwo im Bereich von Level 20 rum. Was hast denn du für eine böse Aura um dich? Lila, da bin ich. Ablenkung. Wir beobachten die Raumschlacht. Die Republik hat die Fabrik umzingelt. Auf Verstärkung brauchen wir nicht zu hoffen. Ja. Zu Verstärkung? Bis jetzt haben wir alles zu viert gemacht. Ja, genau, Sasumo. Ich komme mir vor, ein bisschen wie bei CSI, wo die mal zu dritt in die Häuser reingehen. Ihr könnt wieder die links und rechts Aspekt machen, genau. Beide alles wegmachen. Hinter die Computer leuchten. Ja.
Da ist er down. Hier links ist auch noch so ein... Ja. Das ist also jetzt der vierte, das heißt, wir haben noch so einige von denen vor uns. Okay, das ist einfach die Roboter-Schelle. Ich muss ja sagen, ich freue mich jetzt noch auf den nächsten Planeten. Gut. Gibt's eigentlich einen Planeten im Star Wars-Universum, auf den ihr euch besonders freut, so ohne Wissen, was kommt? Tatooine. Ich kenne die alle gar nicht. Ich erwarte Podracer. Was für ein Alter. Gibt's eigentlich so Raumschiff-Missionen oder also dass ich mit einem Raumschiff schieße? Ja. Wow! Raumschiffkampf und ich glaube zwei verschiedene Sorten gibt's davon wieder. Also das, was ich noch kenne, ist normale Raumschiffkämpfe, wo du mit deinem Schiff herumfliegst und Missionen abschließt. Da gibt es auch Ausrüstung für dein Raumschiff, verbesserte Raketen, verbesserte Schutzschilder. Sehr cool. Aber ich glaube, zuletzt haben wir noch irgendwas durch ein Flottenkommando eingeschickt. Warte mal, meiner Schlafmann. Ah ja. Okay. Weiter. So, was ist Flottenkommando, da kann man noch mehr Sachen freischalten. Ich glaube, das ist erst ab Level 60 oder 70. Der Zustand des imperialen Zerstörers Firelands ist kritisch. Die republikanische Flotte hält stand. Ja, das haben wir jetzt. Jetzt ist ein Boss, oder? Nee. War dann wieder so einer. Ja. Okay. Der Schwertwurf. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen erst außenrum alles komplett weg, bevor wir zum Boss gehen. Oh, an was hänge ich dann? Ah, das geht immer. Rein charge. Ich muss halt sagen, ich persönlich mag Alderaan. Weil die Landschaft. Aber das mal für die Star Wars Unwissende, was Alderaan so von den Filmen her, also dass die Leute wissen, welcher das ist. Okay, wer ist Kenner? Okay. Das ist Prinzessin Leia. Zum Beispiel. Das ist Prinzessin Leia, ihr Plan. Und ich glaube, im zweiten Teil, wo der Todesstern quasi die Macht demonstriert wird, wird Alderaan weggeballert. Ne, das ist im vierten. Also der neue, alte, die komische Zählung halt. Wo Leia es erstmal auftaucht. Jetzt die Demonstration vom Todesstern und da muss leider Alderaan dran glauben. In welcher Zeit sonst spielt denn SWT? Das habe ich so noch gar nicht gefunden. Vor den Filmen. Ah ja, okay. Welche? Alle? Ja. Oh, es gibt noch kein Todesstern.